Hey Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen 1. April. Lasst euch nicht veräppeln. Ich habe heute schon ein paar Leute auf Facebook von euch veräppelt mit diesem Bild hier. Ich fand es richtig witzig. Ein paar haben mir sogar viel Glück gewünscht und ich dachte mir so, nein, schön wär's. Aber ich fand es trotzdem ganz cool und ihr habt es alle gut aufgenommen, hoffe ich. Es war einfach mal so ein kleiner Brüscher. Ich finde, sowas muss auch mal sein. Kommen wir zum eigentlichen Videothema heute. Und zwar ist es ein Do-it-yourself-Video. Und zwar will ich euch zeigen, wie man so einen Mustache auf Nägeln macht. Bei dem Do-it-yourself-Video sind euch irgendwie keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt eure Kreativität freien Lauf lassen. Ihr könnt die Form nehmen, die ihr wollt. Ihr könnt die Farben nehmen, die ihr wollt. Ihr könnt wirklich das machen, was ihr wollt, was ihr da habt und was für euch am besten passt. Ihr könnt hier zum Beispiel, ihr müsst nicht unbedingt einen Mustache machen. Ihr könnt zum Beispiel das Apple-Zeichen machen. Ihr könnt einfach nur einen Kreis machen und den dann so bunt irgendwie mit einer bunten Wolle. Ihr könnt es auch als Herz machen und dann mit einer roten Wolle und dann auch gut verschenken. Also gerade für eure Freundin, euren Freund oder für Valentinstag ist zwar jetzt schon rum, aber ihr könnt es euch ja schon mal merken für nächstes Jahr. Finde ich das eine tolle Idee, wenn man dann so ein Herz habt, vielleicht irgendwie ein Bild rein oder so. Finde ich echt eine coole Idee und ist auf jeden Fall ein Tipp wert. Ich freue mich, das jetzt zu machen und wir sehen uns dann am Ende wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und lasst mir Feedback da, wie es gefallen hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin total zufrieden mit meinem Mustache. Der wird übrigens auch verschenkt, also ist auch ein Geschenk. Es ist teilweise nicht so einfach. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit dem Reinschlagen von den Nägeln oder wenn ihr nicht wisst, welches Holz, fragt am besten eure Eltern oder euren Dad. Der wird am besten Bescheid wissen. Weil ich fand, bei mir ist das Holz so ein bisschen so aus Spanplatte, also so zusammengepresstes Holz. Und da war es teilweise echt schwierig, die Nägel reinzubekommen. Und auch die Form der Mustache war nicht ganz so einfach. Ich denke, da ist ein Herz definitiv einfacher. Aber es... Man kann es am Ende noch so ein bisschen so korrigieren und ich finde, das Ergebnis ist ganz gut geworden für das, dass ich es das erste Mal gemacht habe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Mein letztes Video verlinke ich irgendwo hier oben. Und die Abonnenten des Monats hier, wir haben 1. April, das heißt neue Abonnenten des Monats. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß weiterhin auf YouTube und wir sehen uns. Bis dann, ciao!